Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zum Vlog Nummer 3. Krass, der dritte Vlog schon. Luke und ich sind heute relativ früh aufgestanden. Ah, wir haben Unterkunft gewechselt. Die haben wir euch noch gar nicht gezeigt. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr die euch jetzt zeigen könnt, was hier ausschaut wie Sau. Aber ich glaube, die Unterkunft macht auch unseren Sauschauen nicht schlimmer. Moin, moin. Moin, moin. Und zwar sind wir jetzt im JD-Haus. Eine Zuschauerin hat mir das vor Monaten empfohlen, hat gesagt, sie fand es ganz toll da. Und dann habe ich mir die Bilder angeguckt und habe es sofort gebucht. Es war nur noch ein Zimmer frei. Was so schön aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich verlinke es euch unten. Und dann komme ich hier rein und es sieht gar nicht aus. Ihr habt nicht Fotos. Also es ist nicht sauber. Bett ist gemütlich. Bett ist gemütlich, aber auch nicht sauber. So, meine Bettdecke hat Blutflecken oder irgendwas, die nicht rausging. Oder ich weiß nicht, Fleck, es ist so braun. Naja, egal, halb so wild. Wir wollten Backpacking, jetzt haben wir Backpacking. Und das Badezimmer, das ist leider so ein bisschen blöd gelaufen. Das ist halt normal, dass hier die Dusche mit drin ist, ohne Duschvorhang. Aber das ist halt so klein, dass alles nass ist. Also der komplette Fußboden ist komplett nass, wenn man hier duschen geht. Und es stinkt ein bisschen. Ich weiß auch nicht, woher dieser Geruch kommt. Und dann haben wir halt hier so einen kleinen Käfig mit Fliegengitter, was auch mal ganz wichtig ist. Und unsere Aussicht ist halt so, ne? Und heute mieten wir uns einen Roller. Luca kann Roller fahren, der hatte selber. Du kannst auch Roller fahren, Schatzi. Ich bin jetzt ein bisschen Angst, aber wir üben ein bisschen in den Seitenstraßen. Das sieht sehr süß aus. Auf jeden Fall kann man hier frühstücken. Und das ist die Unterkunft. Und ich fand das eben sehr cool mit den ganzen Gemälden an der Wand hier mit den grünen Pflanzen, dass man hier so süß sitzen kann auf dem Boden. Und hier kommt man rein zu den Zimmern und hier einmal rum ist dann der Check-in. Direkt an der Hauptstraße und es war sehr laut gestern Nacht. Ich habe mit Oropax geschlafen. Jetzt sitzen wir in einem veganen Restaurant, Vegan and Vegetarian Food. Leute, das schmeckt so gut hier. Wir haben hier schon mal ein Sandwich geholt. Und das ist so schön, richtig hippie-mäßig sieht es hier aus. Love it. Choosy for You heißt der Laden hier und es gibt ganz, ganz leckere Smoothies und Vegan Food. Leute, was jetzt gerade passiert ist, es wird mir eigentlich keiner glauben, ey. Ich kann es selber gerade nicht fassen. Wir sind mit dem Roller gefahren, ganz normal, waren gerade auf dem Weg in so einen International, also in so einen Nationalpark. Fährt man so 2 Stunden hin, wahrscheinlich ein Ticken länger, weil man mit dem Roller unterwegs ist. Stehen da 20 Polizisten und winken Luca und mich raus. Standen schon 2 andere, ich glaube Deutsche. Und dann haben die den Führerschein natürlich kontrolliert. Und wir sind natürlich gut vorbereitet nach Thailand gefahren und wussten, dass man einen internationalen Führerschein braucht. Den hatten wir auch. Luca gibt gerade den Roller wieder zurück. Wir fahren nämlich jetzt beim weiter, weil das gute Landratsamt in München einen ganz großen Fehler gemacht hat. Klar, ich hätte auch noch mal kontrollieren sollen, aber woher soll ich es wissen? Die gute Landratsamt-Dame hat bei mir quasi was komplett Falsches angegeben. Ich darf hier quasi nicht das fahren, was ich auch in Deutschland fahren darf. Das war aber ein Fehler von der internationalen Führersteinstelle, weil es ist ja komplett normal, dass man den Stempel da setzt, was man auch in Deutschland fahren darf. Und ich meine, wir reden hier von Rollerfahren, das ist wie Fahrradfahren. Und jetzt wurden wir von der Polizei aufgehalten. Die haben sich den Arsch abgelacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die haben sich so gefreut. Ich bin so ausgerastet, ich konnte gar nicht richtig ruhig bleiben. Ich habe richtig geschimpft, aber auf Deutsch halt. Ne? Weil die so gelacht haben. Weil die so gelacht haben. Die haben sich so gelacht. Und dann selber eingesteckt. Und dann selber das Geld eingesteckt. Das war geplant. Die standen da so 20 an der Straße und haben die ganzen Touris rausgebunken. Also Leute, fahrt nur mit internationalen Führerschein, weil ihr seid so am Arsch. Die haben sich so gefreut und sich das schön selbst in die Hosentasche gesteckt, weißt du? Unmöglich. So, nicht jeder Thailänder ist nett hier. Wir gucken lustig aus, schauen sehr lustig aus. Wir fahren jetzt mit einem Roller weiter und zwar in den Nationalpark. Das ist mit unter anderem der größte Berg in Thailand. Insgesamt fährt man 2 Stunden hin und auf dem Weg dorthin, also jetzt außer hier Autobahn, wo wir gerade fahren, was übrigens ziemlich krass ist in Thailand, auf der Autobahn zu fahren. Hier findet jeder, wie er will. Schatzi macht das ganz gut. Und da kommen wir an ganz vielen Wasserfällen vorbei und das gucken wir uns jetzt heute alles mal an.
ihr wisst, Leute, ich bin eigentlich gebürtige Thailänderin. Und deswegen kenne ich mich hier sehr gut aus. So, mein Leben davor hat sich alles hier abgespielt. Im Dschungel. Eigentlich bin ich Moglis Schwester. Man sieht es vielleicht. Oh mein Gott, ist das schön. Und genau deswegen habe ich ja, einen Pinterest-Ordner mit 3000 gespeicherten Sachen und Blogbeiträgen. Und eine, ich weiß gar nicht mehr, ich verlinke sie gerne unten, hat geschrieben, Schatz, guck hier, Wasserfall. Oh mein Gott. Dass es eben ganz viele Wasserfälle gibt hier. Und das ist so schön. Sind wir gerade hier den Weg runtergekommen und haben ein angekettetes Schweinchen gefunden. Ich glaube, das ist hier zum Schlachten, glaube ich. Nee, meinst du? Also ich muss sagen, ich habe noch nie ein Schwein so in echt gesehen, du? Ich glaube, es hat Angst. Duck dich mal. Du brauchst ja einen Eimer oder so. Wie soll denn das rausbekommen? Tu dir nicht. Baby. Das hat ein Loch. Das macht dir nichts. Okay, jetzt geh weg. Also wenn man jetzt mal so ein Schwein von so nahem sieht, was wir ja noch nie getan haben, da gibt es eigentlich keinen Unterschied zu einem Hund. Nee. Und sowas sehen wir als Nutztier zum Fressen und Hunde als Haustier. Oh nein, er hat es auch umgeschüttet. So ihr Lieben, Schock bezüglich der Wildschweine noch nicht überwunden. Nee. Wir sind jetzt beim nächsten Wasserfall. So schaut es hier aus. Schon mega Hunger. Und wir gehen jetzt hier solche Treppen runter aus Holz. Oh Leute, die Schweine. Jetzt kam der Besitzer auch noch am Ende. Ein ganz, ganz armer Mann. Lieber Bauer, ne? Ja. Gebrechlicher alter Mann. Ja. Ganz, der halt, die Leute haben es halt hier schwer. Ne? Kein Geld. Ja. Kämpfen selbst ums Überleben. Es lag Essen neben den Tieren, ganz viel Salat. Die waren aber total ängstlich. Also ich glaube, die wissen schon, dass Menschen böse sind. Die schlachten. Ja. Menschen sind böse, kann man nicht anders sagen. Aber es war nichts anderes, wie wenn da jetzt ein Hund gelegen hätte. Nee. Gar nicht. Boah. Dümmsten Menschen der Welt. Wir so. Es ist warm in Thailand, haben sie gesagt. Habt Spaß, haben sie gesagt. Nehmt keine Pullis mit. Es hat nur 17 Grad, haben sie gesagt. Nein, das haben sie nicht gesagt. Wir sind 2000 Meter auf dem Berg und nehmen keine Pullis mit. Es ist so kalt beim Rollerfahren. Boah, wisst ihr, wie kalt es ist? Könnt ihr euch nicht vorstellen. Durch den Gänsehaut beim Fahren. Ich habe immer noch Gänsehaut und diese Goa-Hosen halten halt überhaupt nicht warm. Aber dafür ist es ein sehr teurer Trip, vor allem mit der Polizei. Und jetzt auch noch 600 Baht Eintritt, 620 Baht, plus nochmal 80 Baht jetzt nochmal um hier hochzukommen Eintritt. Ja. Die zocken einen ordentlich ab eigentlich, die ganze Touris, gell? Genau, jetzt gehen wir was essen und dann sind wir mal auf die Außenposten. Wir haben auch noch nichts gegessen und ich hoffe, hier gibt es irgendwas Warmes. Vegetarisches, Warmes, Leckeres. Da jetzt, Schatz? Kokosnuss ist vegetarisch, das einzige vegetarische hier. Ich habe keinen Plan, irgendwas mit Kokosnussmilch. Ganz weich. Mm. Erstmal rein. Und? So einen Geschmack hatte ich noch nie, aber es schmeckt lecker. So sieht es von innen aus.
Bounty. Das schmeckt nach Bounty. Das ist echt lecker. Das schmeckt nicht so gut. Schatz, willst du jetzt ernsthaft die Rolltreppe hochgehen? Ja, aber ich bin kaputt. Nein, jetzt. Eiskalt. Wer kommt denn da? Shame. 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 Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich muss aufs Klo, ich bin müde. Mein Tattoo. Zeig mal. Das ist mein. Ich habe das weibliche Unalum und das ist das männliche Unalum. Lol. Ich glaube, die Bergluft macht dir ein bisschen zu schaffen, Schatz, oder? Ist das mein Hunger und mein Green Tea mit Milch hier? So, wir fahren jetzt wieder runter. Ach, beziehungsweise laufen jetzt gerade wieder zum Roller. Es wird so kalt. Es wird so anfangen zu regnen gleich. Seht ihr, wie grau es im Hintergrund ist? Ciao. Und jetzt richtig steil den Berg unter dem Roller. Und heute haben wir uns mal Fahrräder geliehen und haben gesagt, mal Chiang Mai ist die Stadt in Thailand mit den meisten Tempeln, dass wir heute mal die umliegenden Tempel mit dem Fahrrad betouren. Also uns anschaut. Und jetzt sind wir beim ersten, und zwar beim Wat Chang Mun. Alle Tempel habe ich mir bei Google Maps selber rausgesucht und markiert. Und dann weiß man eben, wohin man muss und kann sich direkt die Route erstellen. Und genau, heute nehmen wir euch mit auf eine Tempeltour. Wir haben gerade im JD House ausgecheckt und sind in ein neues Haus eingecheckt. Und wo sind wir jetzt? SK House. Ja, und so sieht es hier aus. In der Altstadt im Norden. Also jetzt sind wir auf der komplett anderen Seite. Ja, für die letzten zwei Tage hier in Chiang Mai. Bis Samstag, heute ist Donnerstag. Sieht eher aus wie ein Gefängnis, wenn ihr mich fragt. Also das ist die hässlichste Unterkunft oder die unsauberste, die wir je hatten. Doch, sauber ist es schon. Findest du? Es ist sauber, aber es sieht nicht schön aus. Es schimmelt an den Wänden, das finde ich jetzt nicht so sauber. Wo denn? Ja, guck doch mal an die Wand hoch. Hast du noch nie Schimmel an der Wand gesehen? Das ist halt Dreck. Das ist Inuka. Ja. So sieht es von außen aus. Übrigens müssen wir mit einem Moskitonetz schlafen, weil wir hier Löcher in der Tür haben. Und so sieht das Ganze außen aus. Hier ist es eigentlich ganz schön. Da unten sitzt auch schon jemand und chillt. Wir haben sogar einen Pool, aber den werden wir wahrscheinlich nicht benutzen. Ja, und drinnen halt, ja, es ist größer als vorhin, aber nicht so schön. Und wir packen jetzt gerade unsere Bikinis, unsere Bikinis und fahren zu den Grand Canyons in Chiang Mai. Dort gibt es so eine kleine Nachahmung, beziehungsweise es ist keine Nachahmung, es ist einfach von der Natur so gegeben. Da springst du nicht. Sehen aus wie die Grand Canyons, nur in Mini-Format, mit einem See, wo man schwimmen gehen kann. Wir mieten uns jetzt wieder einen Roller und düsen dahin. Ich hoffe, dass wir nicht wieder 10 Stunden mit dem Roller unterwegs sind.
same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you, oh, oh, oh. With you, oh, 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 oh. With you, oh, 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 oh. With you, oh, oh, oh. Ein Rettungsschwimmi, Katzi? Hm? Bist du ein Rettungsschwimmi, Katzi? Chillst du? Du bist aber nicht so... Ah, hast schon die Weste aufgemacht. Für die Extrabräune. Ey, nicht so Brüste zeigen hier, gell? Leute, eigentlich will ich da runterspringen. Seht ihr das? Da? Kann man runterspringen? Aber die da... hat Angst, dass ich mir weh tue. Was sagt ihr dazu? So bräunt ihr euch in einem Ring. Und da zipplined jemand. Hey, Bayana. Ja, Maui. Dein Reifen schwimmt weg. Ich konnte ihn nicht halten, sorry. Bitte, ich schwimme da nicht hin. Gehst du unter? Jetzt da aber springen. Er klettert da jetzt hoch. Ich bin einfach kein Fan von diesem Runterspringen von irgendwo. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Schatz, spring jetzt! Drei, zwei, eins. Oh. Das war jetzt aber ein Stunt. Das wollte ich nicht. Das war nicht vereinbart. Vertrauensbruch. Vertrauensbruch. Was sagt ihr? Kein Körper. Luca, vergiss es.